So Leute, Tag Nummer 4 aus meiner Garage. Heute wird endlich der Headfender wieder angebaut. Dazu habe ich mir was einfallen lassen, weil mir Harley da meiner Meinung nach diesen Fehler verbockt hat mit dem Heck, dass da halt offen ist. Für alle die, die das letzte Video nicht gesehen haben, wie gesagt, das kleckert ja alles, der Dreck kleckert ja alles da rein. Und hier kann man auch schön sehen, hier liegt also auch schon Staub, da war letztens schon ein Staubkorn drin. Dazu habe ich den Heckfender etwas modifiziert. Ein Stück Leder genommen, weil Gummi erschien mir zu fest. Das Leder ist doch ein bisschen elastischer. Das habe ich gehärtet. Hier drin habe ich mir eine Lasche ausgedruckt, damit das ein bisschen mehr auf die Fläche drückt. Hier außen habe ich mir kleine Nasen gedruckt, damit die alten, weil die alten Kabelverschlüsse ja da waren, die musste ich ja entfernen, weil die Schrauben da jetzt da durch sind. Also wie gesagt, da sind jetzt für die Blinkerkabel die neuen Kabelverschiebungen dran. Des Weiteren habe ich mir kleine Abstandshalter gedruckt, die jetzt hier vorkommen jeweils. Dann ist da ein kleiner Abstand zwischen. Und da wird der Lack ein bisschen geschützt. Hier sieht man ja schon, hier ist jetzt schon ganz leicht abgeschabt ein bisschen. Und da genauso, diese Delle, die war da, wahrscheinlich durchs feste Anziehen. Keine Ahnung, jedenfalls kommen die jetzt davor. Da habe ich elastische und feste gedruckt, weil ich jetzt nicht wusste, mache ich es elastisch oder mache ich es fest, muss ich mal sehen. So, dann baue ich das jetzt erstmal an. Also zusammengeschraubt ist es. Und jetzt denke ich mal, wenn man das da wieder so reinfährt, ganz einfach, wirklich einfach, einfach hoch 10, ja. Leichter geht es gar nicht mehr. Chinesisch rum, genau. Und dann natürlich verschraubt, logischerweise. Dass es auch da bleibt. Ja, so kalt ist es ja nicht. Ich bin noch, hab die Jacke mal noch nicht ausgezogen. Ja, kann man das schön sehen. Jetzt ist nämlich da diese Lederlasche vor. Kann man nicht sehen, weil kein Licht da ist. Da ist jedenfalls die Lederlasche vor. Und wenn es jetzt hier rotzt, naja, die könnte ein bisschen, ich sehe gerade, die könnte ein bisschen kürzer sein. Da wird ein bisschen der Reifen dran schleifen. Ja, entweder schraube ich es nochmal ab und schneide es ein bisschen ab oder lasse es so. Und sage mir, na gut, dann ist es halt so. Ja, dann schleift die halt da ein bisschen dran. Es macht aber nichts, der Reifen kürzt dann halt auf die richtige Länge. Jedenfalls kommt jetzt da nichts mehr durch an Schmutz. Das ist schön abgedichtet, alles schön abgedeckt. Jawohl. So wie ich mir das gedacht hatte. Jetzt wird es festgeschraubt. Dann haben wir Tag 4 erledigt. Naja, also vom Heck her ist das ja ganz schön hoch. Ist das denn in Natura auch so hoch? Müsste ich mal sehen. Das wird doch noch abgebockt. Dann kommt da die Federung noch runter, weil so wird ja extrem hoch. Ja? Da muss ich noch mal nachgucken.